Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple News am Start und zwar der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um ein Produkt, welches ich hier schon seit Monaten liegen habe, schon das Video fertig hatte. Ich weiß nicht, woran es lag. Wahrscheinlich habe ich es wieder gelöscht. Irgendwie ist es noch nicht online gekommen. Und zwar geht es um Sabinetech Audio Wow. Ja, das Ding sieht nicht so aus, wie es aussieht, weil es jetzt hier so kommt, sondern weil es bei mir einfach schon 3-4 Mal den Standort gewechselt hat und jetzt schon wieder hier seit Monaten rumliegt. Ich habe das Gerät an sich schon öfters benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber irgendwie hat es immer am Video gemangelt. Ich weiß selber nicht warum. Okay, jetzt machen wir kurz einen Prozess, wir schauen uns das an. Worum geht es? Wir haben hier ein kleines Studio in Form eines kleinen Gerätes. Ja, für iOS, für Android und ja, eigentlich braucht man nicht mehr. Ihr könnt damit Tracks aufnehmen. Ihr könnt damit Livestreamen. Ihr habt ein sehr gutes Mikrofon. Ihr könnt damit Titel produzieren. Das ist wirklich kein Witz. Also das ist wirklich alles möglich. Wir brauchen kein großes Studio-Mikrofon mehr. Das ist alles, was ihr dazu braucht. Und eine Smartphone-App geht auch auf dem Tablet, je nachdem, worauf ihr es installieren wollt. Wir haben im Lieferumfang drin das kleine AudioWow-Mikrofon Nummer 1. Wir haben hier oben die Möglichkeit, ein zweites Mikrofon anzuschließen oder natürlich die dritte Möglichkeit, Mikrofon und Kopfhörer anzuschließen. Das heißt, wir hätten Dual-Stereo-Mikrofone. Zum Livestreamen für IRL, also Real-Livestreams, wäre das Ideale, was man so machen könnte. So, ihr seht schon, bei mir sieht das alles so aus, weil ich es halt schon x-fach benutzt habe. Frag mich einer, warum es noch nie so weit gekommen ist. Wir haben ein kleines USB-A auf USB-C-Kabel dabei, heißt an der unteren können wir USB-C zum Aufladen benutzen. Wir haben eine kleine Klemme, können wir uns oben in die Westentasche reinklemmen. Wir haben den QR-Code für die App. Wir haben einen kleinen Puschel, was meine Katze gewesen sein könnte, ist aber der Windschutz fürs Mikrofon, weil wir ja einmal das Mikrofon hier oben dran montiert haben. Das heißt, wenn wir Kopfhörer drin haben, können wir uns in Realtime hören, während das Mikrofon 1 und 2 aufnimmt, hören wir uns selber in Ohr. Also ein Live-Monitor ist das Ganze auch noch. Wir haben einen Adapter für alle möglichen Smartphones mit am Start. Ärgerlich ist es jetzt hieran bloß, dass ich das Ganze mit dem S20 Plus, genau, aufgenommen hatte. Da hatte ich noch einen Klinkensteckeranschluss. Mein S21 Ultra hat keinen mehr. Gut, jetzt muss ich das Ganze dann so machen und zwar nehme ich mein altes S8 Plus. Software ist ja dieselbe, reicht ja. Also von der App auf jeden Fall. Das sollte soweit genügend sein. Was machen wir jetzt damit? Wir öffnen jetzt auf jeden Fall erstmal die App und schalten das Gerät an. Das heißt, wir müssen hier ganz kurz klicken. Wir haben hier oben eine LED. Tatsache, der Akku ist immer noch geladen, auch wenn ich mich schon ewig nicht mehr darum gekümmert habe. So, zwischen all meinen Bluetooth-Geräten war es dann eben noch drinnen. Ich habe einmal draufgeklickt. Jetzt wird die Verbindung dann hoffentlich gleich hergestellt, weil er sich natürlich automatisch mit dem S21 Ultra verbindet, womit es zuletzt schon mal verbunden war zum Telefonieren. Denn das Coole daran ist auch, dass wir hiermit Telefongespräche aufzeichnen können. Natürlich nur in Einverständnis dessen mit dem Gegenüber. Hier steht Realtime-Monitor, wir hören uns selbst, Bluetooth-Mixer. Wir können das Ganze noch mit dem Noise-Canceling versetzen. Das heißt, wir können das Hardware-Rauschen und das Rauschen allgemein unterdrücken. Wir können Stereos zusammenmixen, digitale Effekte reinholen, Equalizer noch mit reinbringen und das Ganze über Mikrofone und Kopfhörer hören und wiedergeben. Hier steht es nochmal. Wir können natürlich, was ziemlich cool ist, eine Stimmenverzerrung mit reinbringen, auch bei Telefonanrufen. Finde ich mega geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Anrufe halt aufnehmen und wir können das Ganze halt mixen, wie wir wollen und wir könnten das Ganze für den Podcast nutzen, denn wir brauchen kein weiteres Mikrofon. Und das Mikrofon ist tatsächlich besser als vom S21 Ultra, wie ihr gleich als Test nochmal mit hören werdet. So, da haben wir es jetzt endlich. Ich musste beim S21 Ultra die Bluetooth-Verbindung ausmachen. Jetzt haben wir es hier. Der sagte mir 80, er sagt mir 60%, völlig egal. Das Ding hat nach Monaten immer noch Akkuladung. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier oben drauf. Oder beziehungsweise in den App oder in den Play Store. Da ladet ihr euch die AudioWow-App runter. Wenn ihr das getan habt, genau, dann gucken wir da mal direkt rein. Ihr braucht euch nicht direkt registrieren. Wir müssen das Ganze dann nur neu starten und jetzt hat er es direkt schon gefunden. Und wir könnten jetzt auch schon in Echtzeit losquasseln. So, wir werden jetzt Folgendes machen und zwar werde ich jetzt hier euch den Ton von dem Mikrofon direkt nochmal mit einblenden. Wir fangen jetzt direkt mal an in 3, 2, 1 und go. Jetzt muss ich das Ganze bloß noch synchronisieren. Ihr hört das jetzt abwechselnd einmal von dem S21 Ultra, von dem internen Mikrofon und auch natürlich jetzt von dem Audio-Wow-Mikrofon. Achtung! So, war ein bisschen laut. Okay, wir hören es auf jeden Fall sehr gut und ihr seht ja, dass das Mikrofon da drüben liegt. Wenn ich jetzt mal ganz kurz ruhig bin, da hört man sogar das Ticken der Uhr hinter mir. Der Hund schnarcht. Da
Das war ja. Jetzt gehen wir mal direkt weiter. Wir haben jetzt hier die große Möglichkeit, und zwar das Mikrofon vom Volume hoch und runter zu schrauben. Wenn ich das runter mache, dann hört man es nicht mehr so laut. Mache ich es dann wieder hoch, ist es logischerweise verständlich und laut. Ich könnte jetzt noch Hintergrundmusik über mein Smartphone anmachen. Das geht über Spotify, über Amazon Music und. Wenn ihr YouTube Premium nutzt, dann im Hintergrund auch dieses. Ansonsten haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ich kann den Monitor ausschalten. Jetzt höre ich mich nicht mehr live, aber ich sehe, dass aufgezeichnet wird. Ich mache Monitor wieder an. Meine Beyerdynamic-Kopfhörer gehen jetzt hier raus. Das heißt, nur das Mikrofon zeichnet auf. Ich höre mich jetzt über die Kopfhörer in Realtime ohne Latenz, also richtig gut, ohne Verzögerung, fetzt definitiv. Das ist das Wow Music Mic. Das nimmt man jetzt hier rüber. Und ich könnte ein externes Mic auch noch anschließen, was wir hinterher auch nochmal probieren. Wir machen jetzt mal die Noise Reduction. Damit ihr das mal hört, erzähle ich erstmal währenddessen weiter. Und ihr merkt, dass die Stimme eigentlich sich nicht großartig verändert. Wenn ich jetzt aber eins mache, ich gehe nochmal auf 0. Dann hört man doch schon leise den Unterschied, finde ich persönlich. Was aber sehr cool ist, das muss man auch mal so sagen, ich muss das Ding einfach mal in die Nähe meines Mundes nehmen. So, das heißt, jetzt habe ich es unmittelbar direkt davor und wir hören jetzt auf jeden Fall den Ton deutlicher denn je. Und wenn ich jetzt weiterrede, dann hört man auch hier den gewissen Unterschied, dass das Ganze dann auch von der Noise Reduction ganz gut kommt. Wir gucken mal ganz kurz. Ich kann auch so tun, als wenn ich meine Stimme herausfiltere. Das funktioniert idealerweise dann sehr gut, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Musik einblende und die Musik nicht gerne hören möchte. Also ziemlich genial, muss ich sagen, dieser Trick, den man da anwenden kann. Jetzt habt ihr gesehen, habe ich es deaktiviert wieder. Funktioniert auch sehr gut. Mixen kann ich das Ganze mit Hintergrundmusik. Habe ich jetzt noch nicht an. Machen wir gleich nochmal. Ich kann jetzt Folgendes noch machen. Ich hätte jetzt einen Reverb noch mit drauf. Und wenn ich den Reverb nutze, jetzt haltet euch fest, dann kann ich natürlich auch direkt einen Hall mit reinholen. Der Hall, der hört sich an, als wenn ich irgendwo in den Minen von Moria gerade bin. Und wenn ich das Ganze richtig übertreiben möchte, dann geht das Ganze ab wie die Luzi. Noch eine Fahrt, wer will noch mal einmal einsteigen, einmal umsonst. Gut. Wir gehen auf Low Reverb, dann hört sich das Ganze wieder standardmäßig an. Was ziemlich cool ist, wenn ich jetzt hier so drauf tippe, habe ich die Möglichkeit, auch meine Stimme zu verzerren. Und da guckt der ein oder andere nicht schlecht, denn ich tippe noch mal. und dann bin ich ein Schlumpf und Gargamel wird mich niemals holen. Also sehr cool für all die Autotune-Bad Boys, die irgendwie auf Babygeschrei machen wollen. Dann kann man damit auch ziemlich gute Rap-Tracks aufnehmen. Kleiner Spaß am Rande. Jede Betonung, die ich dann so durchdrücke, kann natürlich auch elektronisch verzerrt werden. Und so kann ich meine Stimme variieren, was ziemlich genial ist. Aber das war noch lange nicht alles. Emotionsloses Lachen. Sehr gut. Dann sind wir direkt wieder im Audio Wow Original Voice drinnen. Das waren so die kleinen Spielereien, die auf den ersten Blick schon mal so möglich sind. Finde ich ziemlich geil. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Wir haben dann noch weiter die Möglichkeit, das Mikrofon weiter einzustellen. Entweder wir gehen direkt in den Bass Boost oder wir gehen in den Treble Modus. Je nachdem, was ihr so schöner findet für eure Stimme, kann ich das alles individuell einstellen. Auch soft kann das Ganze klingen, je nachdem, was ihr für einen Podcast aufnehmen wollt. Wenn ich das Ganze resette, kommt das wieder so zustande, wie ich es eben schon gemacht habe. Ansonsten gucke ich nochmal rechts rüber, da sind die Kopfhörer, die kann ich jetzt nochmal einstellen. Ich kann jetzt das so einstellen, dass die Kopfhörer mehr auf Treble oder Bass laufen, kann ich auch wieder resetten. Das kann ich ja alles nochmal direkt einstellen und hier drüben natürlich auch. Finde ich eine wirklich geniale Sache. Und wer das Ganze nochmal in Nahaufnahme sehen möchte, dem zeige ich das natürlich auch nochmal. Da seht ihr das, da sind wir im Standardmodus drinne. Jetzt bin ich wieder klein und wieder normal. Oder wieder tiefstimmig oder wieder roboterähnlich und das alles in Echtzeit. Ohne dass ich irgendetwas machen muss. Wäre ich jetzt ein Robotersänger, würde ich jetzt ein Liedchen anstimmen. Das lassen wir aber lieber sein. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich mache jetzt über Amazon Music im Hintergrund nochmal Musik an. Und ihr werdet dann direkt sehen, wie das Ganze so funktionieren kann.
Was übrigens noch sehr cool funktioniert, ist hierbei, ich kann das Gesprochene automatisch hier in Untertitel verwandeln. Wir gucken mal ganz kurz, wie das Ganze so funktioniert. Ich muss eigentlich nur einmal drauf tippen. Ich kann das in jede beliebige Sprache da umwandeln lassen. Ich lasse es jetzt direkt mal von deutscher Sprache zu deutschen Untertiteln generieren. Das Ganze läuft dann jetzt in Echtzeit durch, dauert ungefähr 15 Sekunden, dann ist es soweit fertig. Und dann seht ihr, dass die Sprache auch Schrift annimmt. Die werden wir uns dann direkt gleich mal durchlesen. Und jetzt drücke ich mal direkt auf Play. Habe ich es deaktiviert wieder. Funktioniert auch sehr gut. Mixen kann ich das Ganze mit Hintergrundmusik. Habe ich jetzt noch nicht an. Machen wir gleich nochmal. Ich kann jetzt Folgendes noch machen. Ich hätte jetzt einen Reverb noch mit drauf. Und wenn ich den Reverb nutze, jetzt haltet euch fest. Also da kann man wirklich nichts mehr zu sagen. Finde ich richtig mega geil. Das heißt auch für die Leute, die nicht so gut jetzt alles verstehen, können sie es nochmal nachlesen. Geiles Teil. Also wirklich kann ich nichts weiter zu sagen. Finde ich sehr gut. Ich kann das Ganze übrigens auch weiter schicken als SRT-File, was eigentlich die Untertitel irgendwo sind. Und ich kann auch das Audioformat direkt wählen. Das heißt, SRT-Format schicke ich direkt weiter über meine kleinen Kontakte. Oder ich gehe nochmal oben drauf und sage, Audio wird direkt weitergeschickt. Geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nur so unterstützen. Finde ich genial. Jetzt mixen wir auf jeden Fall nochmal einen Track ab. Das Allerwichtigste übrigens noch, was ich ganz vergessen habe, der Livestream-Modus. Menschenskinder. Und zwar der Livestream-Modus, der geht übrigens so, wenn wir Audio hier haben und Video da, kann ich selbstverständlich gleich, wenn ich die Handy-App hier so drin habe, hier direkt die Videos mit aufzeichnen. Das heißt, ich kann also jetzt hier das Video starten und ich kann auch in dem Moment erzählen. Und während ich jetzt mit dir erzähle, dann siehst du ja schon, ich habe jetzt ein Mikrofon dran. Das Mono-Mikrofon. Ich kann das natürlich auch ein bisschen weiter rannehmen. Jetzt wundert mich auch gar nichts mehr, warum der Klang ein bisschen so dumpf war, weil das Mikrofon auf dem Mikrofon lag. Perfekt. So sehen wir jetzt auf jeden Fall, wenn ich dichter zum Mund rankomme, dann hört man das Sprachverständnis auch sehr gut. Und wir können natürlich noch Folgendes machen. Auch hier wird ein bisschen rumgespielt. Ich kann jetzt hier alle möglichen Eigenschaften durchspielen. Während ich jetzt hier erzähle, kann ich natürlich alle Effekte noch mit reinbringen. Ziemlich geniale Sache, denn das funktioniert sehr gut. Und dann kann ich natürlich wieder normal mitreden. Jetzt habe ich, wie gesagt, immer noch nicht die Hintergrundmusik mit reingemacht, aber ich kann alles Mögliche an Hall mit reinbringen. Das heißt, auch für die Live-Videoproduktion keine schlechte Sache, wenn man das dann direkt so benutzt. Ja, jetzt habe ich mir nochmal eine Lösung überlegt, wie es geht. Die Qualität leidet jetzt ein bisschen darunter. Ich nehme jetzt mit dem S8 Plus auf und habe jetzt hier den Audio Wow vor mir, während ich jetzt hier gerade ein Experiment gestartet habe. Und zwar kann ich ja mit dem S21 Ultra Folgendes machen. Und zwar ist das so, dass ich ja jetzt hier mehrere Gerätschaften drin auflösen kann. Das heißt, ich habe Bluetooth-Kopfhörer im Ohr. Das sind die Anker. Die habe ich direkt im Ohr, weil ich somit alles gleichzeitig überwachen kann. Dann sieht der Spaß nämlich so aus, die Anker sind sozusagen meine Wiedergabekopfhörer, denn ich kann ja hiermit bis zu 3 Geräten gleichzeitig mich verbinden mit dem S21 Ultra. Sieht im Detail so aus, eine Smartwatch, einmal Audio Wow, einmal eine Anker Lite Pro, die habe ich ja im Ohr. Und wenn ich das Ganze jetzt hier auf OK sage, dann machen wir Folgendes. Dann sind wir jetzt direkt dabei und zwar im Wiedergabestudio. Und wenn ich jetzt hier nochmal direkt zurückgehe, habe ich jetzt die Möglichkeit, als externes Mikrofon mit dem Kabel, also hier geht das Kabel lang, einmal direkt in die Steckdose. Oh, der Autofokus vom S8 Plus ist wirklich der Wahnsinn. Und dann habe ich jetzt hier einmal noch direkt ein Mikrofon als externes Mikrofon, welches jetzt hier eingespeist wird. Geht dann in den Audio Wow über Bluetooth in das kleine Gerät rein. Und wir machen jetzt mal folgendermaßen den Audiotest. Ich versuche das mal ein bisschen so hinzulegen, dass man das ganz gut erkennen kann. Wir drücken mal drauf. Ich habe jetzt hier aktiviert per Bluetooth. Und ihr hört mich jetzt sozusagen nicht über das interne Mikrofon, auch jetzt nicht mehr über das interne Mikrofon, sondern jetzt funktioniert es wie folgt. Ich gehe jetzt hier an dieses Mikrofon ziemlich dicht heran. Und zwar sieht man das Ganze jetzt relativ gut. Denn ich spreche jetzt auch im Echo zu euch. Das Ganze können wir natürlich auch noch wieder ein bisschen weiter wegpacken. Echo-Modus muss also erstmal wieder runtergetrimmt werden. So, jetzt höre ich mich normal an. Und das ist jetzt sozusagen die Qualität von dem Tono-Mikrofon, welches ihr jetzt hier direkt hört. Das heißt, während ich jetzt hier näher rangehe, kann ich das Ganze hervorragend überwachen. Aber noch viel besser wird es jetzt. Und zwar, wenn ich jetzt weiter wegrücke, ist das immer noch die Audioqualität von dem Tonermikrofon. Aber es wird noch viel besser. Wenn ich jetzt Folgendes mache, ich ziehe einfach den Audiostecker hier heraus. Und
passiert eigentlich nur das. Ihr hört jetzt das Mikrofon vom Audio. Wow. Und zwar jetzt in diesem Moment hat sich das Ganze gewechselt. Und auch hier werdet ihr sehen, je näher ich an den Mund rankomme, desto besser und verständlicher werde ich zwar. Es wird zwar laut und die roten Balken kommen heraus, aber man hört mich. Und man hat auf jeden Fall gesehen, dass ich also ein externes Mikrofon ans Audio Wow anschließen kann. Egal welches. Hauptsache es hat Klinkenstecker. Meins hat halt noch eine elektronische Verstärkung jetzt hier, wie man sieht. Aber trotz alledem kann ich das hervorragend jetzt hier einstellen. Was auch ziemlich cool ist, ich kann auch, wenn ich das externe Mikrofon drin habe, das interne und externe gleichzeitig nutzen. Ich versuche nochmal, ob das jetzt funktioniert, während ich das jetzt hier so einspreche, ohne dass wir jetzt hier versuchen, einen Cut reinzumachen. Wir müssen also jetzt hier oben rein. Drücken das wieder drauf. Und jetzt hört ihr mich wieder über das externe Mikrofon. Aber was noch viel besser ist. So, ihr hört mich jetzt über das interne S8 Plus Mikrofon. Jetzt machen wir Folgendes. Wir switchen jetzt, wenn der Timer umgeschaltet ist, auf das blaue Mikrofon, welches ihr jetzt schon so sieht. Und was wir jetzt folgendermaßen noch machen können, ist, wir können in die Einstellungen reingehen. Ich werde jetzt ein bisschen Musik einblenden im Hintergrund. Ich weiß gar nicht mehr sprechen, schon 3000 Mal hier diese Aufnahme gemacht. So, jetzt läuft Musik. Das hört ihr jetzt im Hintergrund. Ich zeige sie euch mal direkt. Jetzt kann ich die Musikeinstellung direkt hier so hinpacken. Das heißt, wenn ich jetzt lauter mache, hört ihr das auch. Und ich kann trotzdem im Vordergrund immer noch vernünftig mit euch sprechen. Das ist halt eine Frage des Abmixens jetzt gerade. Das kann man dann jetzt hier in Echtzeit über den Audio Wow theoretisch ohne externes Mikrofon jetzt hier mit Monitor in ihr nochmal direkt mit weiterhören. Funktioniert jetzt gerade nicht. Ich könnte jetzt aber trotz alledem die Stimmen connecten jetzt und noch immer so weitermachen und alle möglichen Effekte reinbauen. Das funktioniert also soweit sehr gut. Das heißt, ihr könnt die Musik im Hintergrund hören, während ich im Vordergrund erzähle. Und das läuft einfach nur im Hintergrund. Die App, die geöffnet ist, ob Spotify oder Amazon Music, läuft. Und gleichzeitig greift Audio Wow das Audiosignal ab und dementsprechend sind wir dann auch schon im Vordergrund zu hören. Und wenn mir das zu viel ist, dann kann ich natürlich auch hier den Equalizer noch ein bisschen mit reinholen. Das Ganze geht jetzt einmal für die Kopfhörer und auf der Seite direkt noch für meine Stimme. Das heißt, egal wie, jetzt kann ich das Ganze basslastig rüberbringen. Ich kann es wieder resetten. Dann kann ich jetzt hier nochmal rübergehen, mache die Musik wieder ein bisschen leiser und könnte jetzt hier auf die Kopfhörer das Ganze dann auch nochmal einstellen, wie ich möchte. So, ich möchte euch das Ganze jetzt nochmal direkt zeigen und zwar switchen wir jetzt nochmal um auf das blaue Mikrofon, wenn der Timer abgelaufen ist. Wenn der Timer abgelaufen ist, hört ihr mich jetzt direkt über das interne Mikrofon. Jetzt kann ich Folgendes noch machen. Ihr hört ja jetzt nur meine Stimme. Ich schalte jetzt über Amazon Music sozusagen noch Hintergrundmusik mit rein. Die fängt jetzt direkt an zu laufen. Und während das Ganze natürlich aufgezeichnet wird, wird hier meine Stimme abgegriffen und hier im Hintergrund über Amazon Music oder über Spotify, Deezer, was auch immer ihr nutzt, die Lautstärke der Musik noch mit abgegriffen. Das könnt ihr dann einstellen. Als Beispiel machen wir es jetzt mal so. Dann hört ihr mich zwar immer noch sprechen, aber die Musik wird deutlich lauter. Ich kann das Ganze natürlich auch noch hochstellen. Jetzt ist bestimmt der ein oder andere vom Stuhl gefallen, aber trotz alledem kann ich auch hier meine Stimme ein wenig zurückpitchen. Und dann sieht man, jetzt hört man mich wieder so leise mit Sprechen. Und wenn ich das Ganze hochpushe, dann wird die Lautstärke wieder besser, bis ich das zum Maximum getragen habe. Und im Hintergrund läuft halt immer noch weiter die Musik. Und das funktioniert echt sehr gut. Jetzt könnte man das Ganze noch ein- und ausblenden, ob man hier die Stimme ausblenden soll. Da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt bei mir auch funktioniert oder ob das nur für die Hintergrundmusik gilt. Werdet ihr jetzt gleich noch mit direkt hören. Wir gehen wieder auf Off. Ansonsten kann ich das Ganze noch ineinander zusammen mixen. Live-Monitor, das wäre das, was ich höre, wenn ich spreche, im eigenen Ohr. Allerdings geht das irgendwie nicht mit dem externen Mikrofon. Und ansonsten könnte man das externe Mikrofon eigentlich noch ein- und ausschalten. Das funktioniert aber anscheinend hier über diesen Adapter direkt nicht. Da müsste das Mikrofon, glaube ich, direkt so drin stecken. Wir probieren es einfach mal aus.